Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu Pokémon Ultramond. Weiter geht's hier im Text. Im letzten Part haben wir Haller besiegt, den großen Inselkönig hier. Ja, ich habe keinen Zweifel, dass ihr auch noch Talente dran werden. Habt ihr Pokémon gesagt, dass ihr blind vertrauen könnt? Ja, und Tali muss jetzt natürlich auch gegen ihn kämpfen. Können wir eigentlich jetzt zu ihm rein? Hey, cool. Waren auch noch drin. Wir haben Taurus auch erhalten und dürfen nun auch mit Taurus jetzt alle Sachen. Wow, das ist der Stuhl, der auf der Seite lang im Alola-Würfelweiße hergestellt wurde. Wir können jetzt alle Steine zerschmettern. Interessant. Guck mal, da hinten Kokowai. Hallo. Flöckbo, starte dich an. Nach rechts drehen. Flöck. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tschüss. Oh mein Gott. Mit Fleckborn sich die ganze Zeit drehen zu lassen. Was ist eigentlich hier hinten? Kokowai. Ich hab doch Kokowai gesehen. Warum kann ich nichts? Oh, ich habe nicht mit der geredet. Verdammt. Verdammt. Na? Hallo, das ist immer schön zu sehen, wenn Kinder und Pokémon so voll Energie stecken. Ich weiß immer noch nicht, was das zu sagen hat. Ob das... Ja, muss ich später echt mal gucken. Na, ah, da geht es uns gar nachts sich mit Tali um. Das hat aber auch einen Grund. Als Tali klein war, hat er einmal mit angesehen, wie Halle bei dem Kampf richtig ernst gemacht hat. Er wurde aber so schockiert, dass er gar nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Da hält Halle sich vor Tali immer zurück. Wenn sich unser Fest hier in Lilien mal keine ehrfähigen Kinder finden lassen, dann ist Tali immer so gut bietet, stattdessen ein paar erzählen Sumo-Kämpfern einer Lost-Stil da. Hallo? Ja? Also König Haller macht keinen halben Sachen, wenn es um Training geht. Und dabei rede ich mich einmal vom Pokémon-Kämpfen. Ich meine, es ist Sumo-Training. Okay, gut. Also nichts Spannendes hier. Schade. Ich hätte gedacht, hier gibt es was Spannendes, aber nein. Dann gehe ich halt wieder. Denn wir können nun neue Pokémons fangen. Neue Pokémons fangen. Dein Pokémon. Und wir können zum Fotoclip natürlich jetzt dann auch gehen. Guck mal, da war uns das Wufütze. Route 1, ich bin da. Ja, ba. Taurus. Erstmal alle Steine zermöppeln. Okay. Erstmal raus. Denn hier können wir auf jeden Fall was fangen, was ich wahrscheinlich möchte. Ja, viel Glück. Wenn es auch die richtige Tageszeit kommt, das ist natürlich auch so eine Sache. Und ein Nestball gönne ich mir natürlich auch. Tenkaro-Hügel können wir auch noch gehen. Stimmt. Können wir auch noch hoch. Oh, wir haben ja viel zu tun. Erstmal ein Mobai. Mobai, na, kleines Mobai. Was geht ab? Was ist los bei dir? Ich möchte dich einfach beißen. Ist zurückgeschreckt, aber es ruft um Hilfe. Warum auch nicht? Warum kommt noch ein Mobai? Deswegen hau ich ab. Scheiß auf Mobai! Ich hasse es. Warum? Selbst wenn sie zurückschrecken. So, wer hat das erfunden? Sagt mir das mal. So, erstmal kommt ein wildes Pokémon. Da. Bada, bada. Wobei. Ne, kleiner Mann. Was geht bei dir, du kleines Mobai? Du bist Level 13. Ugly. Patsch. Oh, Alter. Dein fucking Ernst, Mobai. Dein fucking Ernst. Darauf habe ich gar keine Lust. Sorry. Darauf habe ich gar keine Lust. Heute nicht. So. Hier. Hier gibt es nur Mobiles. Mehr gibt es nicht. Nur Mobiles. Und. Mangunior. Mangunior. Pampa da 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 da. Flucht, du bist entkommen.
sowas von entkommen, dass du nie wieder entkommen kannst. Die Frage, wir gehen wahrscheinlich gleich auf den Tenkara-Hügel, weil das in der Nähe ist. Dann können wir oben noch entlang was holen. Wobei, dann können wir... Könnten wir denn noch? Und am Friedhof hinten gibt es auch noch was. Na, ein bisschen müssen wir noch. Ein bisschen. Das hat nicht nach Hilfe gerufen. Was? Biss! Wow, es hält voll viel aus. Biss! Nein! Lass es sein. Ich werf sogar einen Superball. Superball! Wobei, bleib einfach drin. Zack. 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 Und? Oh, Gott sei Dank. Wir haben Mobile gefangen. Auf Abra müssen wir auch noch gehen. Oh Gott. Abra haben einfach kein Glück. Das ist das Problem. Erstmal ein Eintrag in den Pokédex. Juhu. Mobile. Registriert. Passt. Läuft. Da im Zuhörwasseranteil für seinen Körper lebensbedrohlich werden kann, scheint es über Augenwasser aus wie Schweiß. Okay. Wobei. Könnten einen Mogelbaum machen. Oh, Mogelbaum. Mogel, Mogel. Was gibt's hier noch? Da wäre noch ein Item. Hier soll es ja eigentlich Wofitz geben. Ist die Frage, kommen die jetzt nachts? Kommen die tags? Kommen die gar nicht? Erstmal noch ein Nugget. Das ist jetzt die Frage. Oder sind die eher selten? Hier ist auch nichts. Das ist jetzt eine Frage. Die ist immer so. Oh, ein Mamfaxo! Mamfaxo! Könnten uns einen Relaxo machen. Ein Relaxo, nennt man Tank. Tanky, 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 tank, tank. Mogelhieb. Pam! Gut geschreckt. Und was hat's? Überreste. Wow, dann will ich das Mamfaxo haben, weil es Überreste hat. Dann will ich das Mamfaxo haben. Da, 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 da. Boah, Mamfaxo ins Team legen? Es hat Überreste. Dieses Mamfaxo hat Überreste. Schlägt mich einfach ab. Mamfaxo, was geht? Vielleicht reicht's ja. Superball! Los! Bam, bam, bam. Und? Mamfaxo? Gehört uns nicht. Natürlich nicht. Tackle. Au! Mein Relaxo ist ja schon cool. Aber... ins Team nehmen. Weiß nicht. Will ich es ins Team nehmen? Ah. Wow, ist jetzt beinahe getötet. Alter! Das macht Damage. Superball! Los! Bam, bam, bam. Und? Du? Gehörst mir? Ja, geht doch. Klasse, Mamfaxo wurde gefangen. Yeah. Erfahrungspunkte. Und ein Eintrag in den Pokédex. Zack. Registriert. Alles, was essbar aussieht, verschlingt es mit einem Haps. Sogar verdorbenes kann es einen starken Magen nicht anhaben. Nein. Mamfaxo, Mamfaxo. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich lieber Mauzi raustun. Aber Mauzi ist richtig stark. Was Schwächen angeht. Aber ich glaube, Mauzi. Ja. Mamfaxo ins Team. Den haben wir wenigstens Überreste. So, ein neuer Team. Kamerade. Skala ist halt auch nicht unbedingt so schnell, hä? Gut.
zwei neue Pokémon gefangen, aber ich will immer noch eins unbedingt haben. Auf den Karat-Hügel gibt es ja auch noch mal die Chance. Ich glaube, ich darf da hingehen. Mein Faxo, okay. Hast du auch Überreste? So, mal ausprobieren, ob er Überreste hat. Ich nichts dagegen. So, Doppelüberreste. Schlecker. Au. Was? Die ganzen Mafaxos haben Überreste. Ich mache ihn halt so tot, hä? Dann fange ich das auch noch. Dann zwei Überreste. Bam, 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 bada, bada. Okay, oder auch nicht. Überreste, Überreste, Überreste. Voll geil. Badam, bam, badada, badada. Okay, sind Überreste ja eh nicht so selten. Scheiß auf die Überreste, komm. Wir brauchen nicht doppelt Überreste. Ja, uns einfach rum. Wir nehmen die Erfahrungspunkte mit und freuen uns an Keks. So, wir sind noch nicht weitergekommen hier. Leider. Ist hier noch was? Nein. Okay, dann gehen wir kurz uns heilen. Ganz kurz, dann gehen wir runter zum Tenkarat-Hügel. Stolzieren dadurch. Dam, 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 dam. Bam, ba, da, di, dum. Vielen Dank, bitte bäre uns bald wieder. Ba, da, da. Da, 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 da. Okay, okay, los geht's. Komm. Daraus, gib Gas. Natürlich kommt Pokémon. Instead. Instead da rein und ein Pokémon. Flagmon. Flagmon. Bada bada. Kann ich es einfach nicht fangen. Ich hab es noch nicht. Pokéball, los. Einfach drin bleiben, Flagmon. Einfach drin bleiben. Drin bleiben. Natürlich nicht. Warum auch? Ich probier's noch einmal. Ich will halt auch nicht so viel Zeit hier jetzt mit dem vergeuden. Zwiegen. Na? Und? Gut. Fleckmon gehört auch uns. Noch mal ein Pokémon mehr. Und ein Eintrag in den Pokédex. Zack! Registriert. Padam! Von selbst aus können Fleckmon Routenschein überall herumzuliegen. Dennoch gilt es einfach Nahrungsmittel als hochwertig. Interessant. Oh ja. Nein! Ach Mann, wieso nochmal ein Pokémon? Ist gar lauter Fleckmon, ne? Wingal! Ja, oder nicht? Aber Winger lässt sich nicht so leicht fangen. Ist der 4 vielleicht doch? Bleib einfach drin! Einfach drin bleiben, Winger. Ja? 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 Natürlich. Das gehört auch noch uns. Wir haben ja fast alle Pokémon hier auf der Insel gefangen. So, Eintrag in den Pokédex. Wingal registriert. Bam! Es baut dein Nest auf Stein, kippt und kreist übers Meer auf Suche nach Lusardin, seine Lieblingsspeise. Oh. Wingal auf die Box. So, Tenkarat-Hügel. Werde ich sicher später auch noch was Interessantes finden, ne? X-Angriff. Ja. Okay, erstmal ein Pokémon. Pokémon. Ein Flugkiefer. Okay. Interessant, dass es hier sowas gibt. Bedrohr. Ja, Stahler, kann ich es töten oder nicht töten? Interessant, hä? Ja, ist nicht viel.
Spinnenbrise. Au. Was? Erstauner, okay. Vielleicht bringe ich es jetzt unwahrscheinlich. Bam, bam. Oh nein, Tugzähne. Oh, ich weine, kleine Dunkliefer. Und Pokéball. Los. Zack. Heute ist Pokémon-Laune. Oh, wow. Pokémon-Fang-Laune. Bis. Kann auch viele Attacken. Nein. 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 Das kann auch Bedroher, weißt du. Dein Ernst. Dein Shit-Ernst. Durchbruch. Bis. Au. Erstauner. Ja, Gewalter, der macht's. Der zerstört. Durchbruch. Tschüss, Flunkiefer. Wow, Erfahrungspunkte. Iska Level 18. Oh, Hypnose. Ja. Ja, Schnabel, komm. Hypnose. Bis. Okay. Au. Ist nicht effektiv. Superball. Los. Zack. Alter. Erstauner. Bada. Ich hab hier Hyperbälle, oder? Ja, ich weiß, Hyperball, komm. Hyperball. Los. Bam, bam, bam. Einfach drin. Einfach drin bleiben. Einfach drin bleiben. Gut. Flunkiefer wurde gefangen. Yeah. Zack. Und ein Level up für Gewalter. Alter, der wird so stark. Und ein Eintrag in den Pokédex. Zack. Flunkiefer. Was für eine Pose. Registriert. Ja. Es hat zwei Münder. Mit dem großen Kiefer auf seinem Hinterkopf kann es nicht schmecken. Deswegen ist es damit Dinge, die es nicht mag. Okay. Du gehst auf die Box, mein liebes Flunkieferchen. Was wäre eigentlich, wenn der jetzt vielleicht sogar einen Wuffelsrufer hätte können? Schlau. Vielleicht kommt so nur per Hilferuf. Extra. Weißt du, was Besonderes ist? Ein Wuffels. Ein Supertrank gönne ich mir auch noch. Und ein Hipperball gönne ich mir auch noch. Und das Pokémon gönne ich mir auch noch. Und es ist ein Kiesling. Habe ich auch noch nicht. Es hat sicher Robustheit, deswegen kann ich es sicher mit einem Durchbruch kaputt hauen. Juhu! Natürlich. Kiesling ohne Robustheit. Maricake Level 20. War wohl nichts. Mit Durchbruch-Spam. So. Oh, ein Pokémon. Nein! Und? Noch mein Kiesling. Das hat Robustheit. Aber nur vielleicht hat es Robustheit. Wir werden sehen. Ja, Robustheit. Kopfnuss. Au. Gib mir einfach eine Kopfnuss. Und Pokéball. Los. Zack. Bam, bam, bam. Und du gehörst mir. Yeah. Kiesling gehört jetzt zur Familie. Dadadada. Und ein Eintrag in den Pokédex. Juhu. Registriert. Alter, wie viele Pokémon wir fangen, ist der Wahnsinn. Dieses Pokémon wurde in den Klüften einer Endspalt entdeckt. Seine Körper sitzt auf Jahrhundertalte Erde zusammen.
Okay. Kiesling auf die Box. Da komme ich wahrscheinlich. Oh Mann. Hard Counter. Zubat habe ich schon. Jetzt kommen eh wahrscheinlich. Guck mal, ich eh alle hab. Da. Du bist dann kommen. Sowas von kommen. Mann, der Part ist wieder so gut wie vorbei und wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Das ist traurig dabei. Oh, man kann gleich hier hoch. Kommt mir früher aber nicht, oder? Du nimmst den Z-Kristall und sich ein Sockel befindet. Aerium Z. Oh. Hallo? Na? Da hast du schön glitzern. Aerium Z gehört nun dir. Schau gut zu, ich führe dir Pose vor. Finaler Steilflug ist ein furchterregender Angriff aus himmlischer Höhe. Hoffentlich geht der Z-Tacke bald in Fleisch und Blut rüber. Sure. Cool. Wir haben jetzt schon eine neuen Z-Kristall gekriegt. Das ist auch cool. Wow. Wow, hier können wir in den Flug oder Kampf geben, gell? Komm, wir gehen. Nein, ah, verdammt. Ich gebe ihm auch den Flug. Ja. Das Angriff hat der. Wow. Kampf könnte auch noch. Normalerweise hat ja nur die zwei Überreste. Okay. Gut, meine Freunde. Dann würde ich sagen, das war's erstmal mit dem Part für heute. Im nächsten Part werden wir hier weiter in den Karat-Hügel anschauen und schauen, was wir noch so finden. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.